Hallo und herzlich willkommen zu unserem ultimativen Camper-Video, wo wir versuchen, alle möglichen Fragen für Camper-Anfänger zu beantworten. So, und wir starten mit einer Roomtour. Hier geht's rein. Unser Camper hat jetzt eine sehr praktische Funktion. Und zwar kann man die Stufe ausfahren. Ja, ist praktisch, muss aber nicht sein. Also für uns auf jeden Fall nicht. Wir sind ja noch jung. Und hier geht es auch schon direkt weiter mit einem sehr nützlichen Utensil. Unser kleiner Besen. Da haben wir immer hier vorne schön sauber gemacht. Und auch die Fußmatte vielleicht, oder? Also eine Fußmatte einzupacken. Fußmatte ist eigentlich ein Muss, würde ich sagen, damit man den Rest des Campers sauber halten kann und sich hier vorne die Schuhe abtreten kann. Dann geht's weiter im Führerhaus. Ja, ist ein ganz normales Führerhaus. Man kann hier vorne noch verdunkeln, wenn man mag. Und man kann natürlich die Sitze hier noch umdrehen. Das sind die sogenannten Pilotensitze. Ja, und Seitenfenster kann man auch verdunkeln. Hier sind noch ein paar Staufächer, hier auch noch eine Tasche, ja, da kann man auf jeden Fall noch viel reintun. Wir waren auch oldschool unterwegs. Mit Karte. Mit Karte. Kommen wir zur Elektrik dieses Kastens. Und zwar mal hier einmal für die Photovoltaikanlage, die wir auf dem Dach haben. Damit kann man autark Strom gewinnen. Und hier oben dieses Bedienpanel, hier kann man einmal komplett an-ausschalten. Das heißt, jetzt geht nichts, Elektrik ist aus. Wenn wir die Elektrik anmachen, haben wir hier, dann kann man die Lichter im Wohnwagen hier an-ausmachen. Hiermit schaltet man die Pumpe ein, dass man Wasser benutzen kann. Temperaturanzeige. Hier hat man den Wasserstand, und zwar haben wir einmal Frischwasser. Sieht man jetzt, ist noch zu 33% gefüllt. Und wenn man nochmal drauf drückt, kommt das Abwasser. Das ist zu 0% gefüllt. Ja, wir haben das vorhin abgelassen noch auf dem Campingplatz. Genau. Und hier haben wir noch die Batterieladeanzeige. Wir haben zwei Batterien. Sind beide ziemlich voll. So viel zur Elektrik. Und direkt hier neben haben wir noch den Schalter für die Heizung und für Warmwasser. Hier oben die zwei Schalter sind nur für Warmwasser gedacht. Ist man einmal auf 40, einmal auf 60 Grad. Und hier unten ist Heizung und Warmwasser. Und hier kann man die Heizung regulieren. Zur Heizung, ja, sehr, sehr sparsam, läuft über Gas. Wir haben auch teilweise nachtsüber jetzt geheizt, haben jeden Tag gekocht, tagsüber geheizt. Und ja, wir haben noch keine 11 Kilo Gas verbraucht in einer Woche, also echt sparsam. Ja, wenn man das Gas benutzen will, muss man es erstmal anschalten. Während der Fahrt das Gas immer auslassen, hat Sicherheitsaspekte. Und ich zeige euch jetzt mal, wo das Gas eingeschaltet wird. Hier hinten haben wir die Gasflaschen drin. Einfach ganz normal aufdrehen. Zumachen. Moment. Hier haben wir eine Zwei-Flammen-Kochzone. Ihr seht, Gas läuft und man kann lecker kochen. Der Kastenwagen hier ist 5,40 Meter lang, dementsprechend hat man jetzt auch nicht so viel Stauraum. Wir haben hier einige Schränke, wo man was reintun kann. Und was halt wichtig ist, sich zu organisieren. Wo tue ich was hin? Hier oben haben wir auch noch einen großen Schrank. Und hier unten unter der Sitzbank ist auch noch ein sehr, sehr großes Fach. Da kann man Getränke zum Beispiel, da sieht es jetzt natürlich nicht ordentlich aus, da kann man zum Beispiel Getränke drin verstauen. Und hier haben wir auch noch Schränke, wo Besteck und Teller rein können. Machen's up. Ja? Ja. Also. Besteck, Teller, Essensvorräte.
So, hier ist noch ein Kühlschrank. Wir haben hier sogar noch ein Eisfach. Ich finde relativ groß. Also passt viel rein. Ich versuche euch jetzt mal das Badezimmer zu zeigen. Das ist allerdings sehr, sehr klein und ich hoffe, ihr passt mit hier rein. Tada! Ja, hier Toilette. Die kann man drehen, wenn man mag. Und dann kann man hier unten, ist noch eine Klappe, die muss man immer aufmachen, wenn man macht. Und auch wieder zumachen, wenn man fertig ist. Sonst schwappt nämlich alles über. Und hier haben wir die Spülung, da drücken wir dann kurz drauf und spült's. Und dann gibt es hier noch eine Anzeige. Die ist jetzt grün. Zeigt, ist noch alles easy. Wenn die rot ist, ist die Toilette voll und muss ausgetauscht werden. Das ist nicht mehr easy. Hier haben wir noch ein Waschbecken. Hier den Kopf kann man ausziehen und dann als Dusche benutzen. Wenn man dann hier drin duscht. Hier ist noch ein Schrank, auch mit Ablage. Hier auch. Und ein Spiegelchen. Genau. Ja, also ihr seht, das Badezimmer ist echt extrem klein. Ich sag mal, für Notfall reicht es vollkommen aus. Aber wir haben jetzt auch immer, wenn wir die Gelegenheit hatten, die Duschen am Campingplatz genutzt. Da hat man einfach mehr Platz und ist ein bisschen komfortabler. Aber es ist auf jeden Fall gut, sowas zu haben, finden wir. Und wenn, dann wollen wir auch nur noch einen haben mit Badezimmer. Dann kommen wir jetzt zum Herzstück dieses Campers, das Bett. Ich weiß gar nicht, wie breit das ist, 1,40? Kann sein, ja. Könnte hinkommen, ne? Auf jeden Fall haben wir beide sehr gut drin geschlafen. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind beide sehr klein. Für lange Menschen ist das hier wahrscheinlich eher nichts. Die müssen dann mit angewinkelten Beinen schlafen. Aber an sich ist es eine gemütliche Höhle. Auch hier mit schönen Leselampen. Jo. Und dann haben wir hier noch zwei Schränke. Und auf der anderen Seite sind auch nochmal zwei Schränke, die sind ein bisschen größer. Für uns hat das vollkommen ausgereicht an Stauraum. Wir haben ja jetzt eine Woche gehabt und sind ja jetzt nicht durch warme Länder gereist. Wir haben eigentlich immer noch genug Platz da drin gehabt, um noch mehr Klamotten mitzunehmen. Dann haben wir hier unterm Bett noch einen Stauraum. Da kann man dann so schöne Sachen wie Gartenstühle oder Tisch oder sowas hinstellen. Reinlegen und da stören sie nicht. So, kommen wir nun zu den Fenstern in so einem Kastenwagen. Wir finden ja eigentlich umso mehr Fenster, umso besser, weil dadurch wird es hier drin sehr, sehr hell und viel wohnlicher. Und alle Fenster kann man öffnen, verdunkeln, mit Fliegengittern versehen. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie es geht. Hier kann man die öffnen und feststellen. Kommt schön viel frische Luft rein. Fliegengitter kommen in der Regel von oben runter. So, da ist man geschützt vor Mücken und allen sämtlichen kleinen Viechern. Und verdunkeln kann man die auch. So könnt ihr den ganzen Kastenwagen verdunkeln und ja, kann kein Mensch rein gucken, aber ihr auch nicht raus. Wir haben es meistens immer offen gelassen, alles. Und was ganz cool ist, sind diese Dachluken hier. Da haben wir auch zwei Stück, eine vorne, eine hinten. Hier ist ein Fliegengitter vor. Kann man aufmachen. Verdunkeln. Schadet auch nie, so eine Dachluke beim Kochen aufzumachen, wegen dem Gas. Soll man sogar, wird empfohlen. Wir empfehlen auch, wenn man kein eigenes Navi hat, über die Google Maps App. Man kann da wunderbar Offline-Karten runterladen, am besten über WLAN die Offline-Karten runterladen, welchen Bereich man reisen will. Und dann kann man die Routen eingeben und man verbraucht absolut gar kein Datenvolumen. So machen wir es immer, ist eine ziemlich feine Sache, um ans Ziel zu kommen. Eine weitere richtig coole App, die wir eigentlich jeden Tag genutzt haben, ist Park4Night.
Die zeigt dir Campingplätze in deiner Nähe an oder um einen bestimmten Ort. Die zeigt dir kostenlose Plätze an und wo du Abwasser ablassen kannst, wo du Trinkwasser aufladen kannst. Die ist super praktisch, also wir werden die zukünftig nur noch nutzen. Und hier sieht man mal auf der Karte, was und wie viele Plätze da so angezeigt werden. Da ist es eigentlich unmöglich, keinen Platz zu finden. Und wenn man verreist, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass man nur gutes Wetter hat. Es kann ja auch mal regnen oder richtig stürmisch sein oder was auch immer. Und für diese Tage solltet ihr überlegen, was ihr euch da vielleicht mitnehmt. Wir haben uns Karten mitgenommen. Aber da auf jeden Fall dran denken, wenn ihr euch aufmacht, weil das Wetter ist nicht immer nur gut. Wichtig ist auch immer, denkt, bevor ihr losfahrt, habt ihr wirklich alles verstaut wieder. Weil oft bleibt man eine Tasse oder sowas stehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann losfährt, die Sachen fliegen rum und können kaputt gehen. Nicht so schön. Aber auch wenn ihr die Sachen in den Schränken verstaut, guckt, dass da nicht zu viel Spielraum ist, dass die Sachen gut und ja, sicher verstaut sind. Und was wir auch jetzt festgestellt haben während unserer Reise, wir haben einfach unser Geschirr von zu Hause mitgenommen, also ganz normales Porzellangeschirr. Und das macht halt während der Fahrt, und man hört es, wenn es aufeinander klappert, das ist so laut während der Fahrt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch extra Campergeschirr, irgendwie aus Plastik oder was es da für Alternativen gibt mit. Ist wahrscheinlich wesentlich leichter vom Gewicht und leiser auch vom Geräuschpegel auf jeden Fall. Ja, wenn man sich so einen Camper mietet, da fehlen vielleicht die ein oder anderen Sachen. Wenn man sein eigenes Ding hat, kann man vielleicht irgendwann einen Haken installieren oder ne, ein zusätzliches Fach noch oder einen Gewürzschrank an die Wand nageln. Ja, hier war teilweise ein bisschen wenig cleveres Equipment. Ne? Wie gesagt, ein Haken für ein Handtuch oder sowas hat gefehlt. So, und das ganze Wasser, was man in so einem Camper verbraucht, muss natürlich auch irgendwo hin. Das fließt erstmal in einem Tank, also das Wasser aus der Dusche, aus der Spüle. Und diesen Tank muss man auch ab und zu mal entleeren. Und dafür gibt es extra vorgeschriebene Plätze oder Stellen. Und ja, man sollte es auf jeden Fall nicht in die Natur ablassen. Ist zwar nur Wasser mit ein bisschen Spüli oder Shampoo, aber an extra vorhergesehenen Plätzen entleeren. Und das geht wie folgt. Die meisten Wagen haben unten einfach einen Schieber, den man aufschieben kann, und dann wird der Abwassertank einfach entleert. Da fließt die Suppe. Und in der Zeit, wo unser Abwassertank ausläuft, können wir uns noch unsere Plätze. Dein Blick sagt alles. So, da haben wir die sogenannten Kassettentoiletten. Die sitzen auch in der Seite vom Fahrzeug. Ja, machen wir mal auf. Tada! Hier ist das gute Stück. Da holen wir die mal raus. Das Ding hier ist jetzt gefüllt mit ekelhaften Sachen. Auch hier gibt es wieder extra vorgeschriebene Entsorgungsplätze, weil in diesen Toiletten ist ziemlich aggressive Chemie drin. Sollte man nicht einfach so im Gulli-Abfluss fließen lassen, sondern in die dafür vorgesehenen Plätze. Hier gibt es einen extra Knopf, der dann Luft reinlässt, wirkt wie ein Ventil. Wenn es nicht gut abläuft, einfach den Knopf hier mal drücken. Das ist eine ziemlich eklige Angelegenheit, aber muss halt gemacht werden. Und ruhig noch zwei, dreimal so nachspülen. Wenn man es entleert hat, kommt wieder die Chemietablette rein und ein bisschen Wasser. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Jetzt tun wir hier noch ungefähr einen Liter Wasser in die Toilette, damit die Chemie sich auflöst.
Toilette wieder einsetzen. Wichtig ist, es einrastet komplett. Ja, jetzt können wir wieder unsere Geschäfte erledigen. Ja, was mega cool ist, wenn ihr mit dem eigenen Camper unterwegs seid. Wir stehen jetzt hier an einem Wanderparkplatz, wollten eigentlich ein bisschen wandern gehen. Aber es hat sehr, sehr viel geregnet. Wir stehen hier mitten im Wald. Also echt, hier ist nur Natur drumherum. Und ja, wir stehen jetzt hier mit unserem Camper. Ich switche mal eben die Kamera um. Und dann sind wir schon am Kochen. Es gibt leckeren Salat. Hier. Pasta mit Gemüse. Ja, jetzt machen wir unser Mittagessen und das Wetter sieht schon besser aus und ich denke, dass wir nach dem Mittagessen dann losgehen können. Also mega geil, du kannst dich überall hinstellen, einfach dein Essen machen, kochen. So, und abschließend können wir sagen, es ist auf jeden Fall eine mega, mega geile und schöne Sache, so mit dem Camper zu reisen. Man hat wirklich sein eigenes Heim auf 4 Rädern quasi dabei. Ist auch eine günstige Art zu reisen, so generell. Aber man muss ein paar Sachen bedenken, ne? Ja, es gibt schon noch ein paar Kosten, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, beziehungsweise nicht unbedingt bedenkt, wie zum Beispiel die Stellplätze. Es gibt super günstige Stellplätze, es gibt auch sehr, sehr teure Stellplätze. Dann die Spritkosten müssen mit einkalkuliert werden. Wenn ihr weit fahrt, müsst ihr natürlich auch öfter mal tanken. Und der Sprit ist nicht überall günstig. Ja. Also beim Sprit kommt mal schnell, je nachdem, wohin ihr fahren wollt, kommt mal schnell 150, 200 Euro zusammen. Das ist gar kein Problem. Und auch für die Stellplätze. Also man kann durchaus 2 bis 3 Tage auch autark irgendwo stehen. Also ohne, dass man Kosten für einen Stellplatz ausgeben muss. Aber bei jedem 2. bis 3. Tag muss man wahrscheinlich schon so einen Stellplatz anfahren, wo man Wasser auflädt, Abwasser ablässt, die Toilette ablässt, Strom auflädt. Genau, und da ja, gibt es auch unterschiedlichste Preise. 15 Euro die Nacht, 12 Euro die Nacht, 20 Euro die Nacht. Ja. Kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall mit einkalkulieren, dass man nicht nur die ganze Zeit autark irgendwo steht. Also ich denke, wenn man gut plant und auch viel mit dieser App sich beschäftigt, also wir haben auch teilweise Plätze gefunden, wo die kostenlos sind, wo man aber Strom für, keine Ahnung, für 1 Euro oder was aufladen konnte und die Toilette umsonst ablassen konnte. Also das gibt's auch. So, wir hoffen, wir konnten euch ein paar nützliche Tipps geben für euren Campingtrip, dass ihr da besser vorbereitet seid. Und für uns war es auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Nicht das letzte Mal, ist echt eine mega coole Art zu reisen. Hat mega Fun gemacht. Vielleicht haben wir ja bald unseren eigenen. Das wäre schön. So, dann macht's gut, viel Spaß auf euren Campingtrip und wir sehen uns beim nächsten Mal.